Mein Name ist Sebastian Tober, ich bin seit über 10 Jahren in der Landwirtschaft tätig und davon nun jetzt schon viele Jahre als Spezialberaterin für das Unternehmen Sano. Und wenn Klauengesundheit für dich ein wichtiges Thema ist und du wissen möchtest, wie du sie verbessern kannst, dann hör jetzt zu. Klauengesundheit wird maßgeblich über die Fütterung beeinflusst. Mit einer einphasigen Trockenstichfütterung, wie wir sie bei Sano praktizieren, habe ich persönlich auf den Betrieben, die ich betreue, schon die größten Erfolge erzielen können. Klauenerkrankungen wie zum Beispiel Hufrehe oder Sohlengeschwüre sind oftmals ein Resultat von Stoffwechselerkrankungen zu Anfang der Laktation. Und mit der einphasigen Trockenstichfütterung bin ich in der Lage, Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Azidosen oder Ketosen deutlich zu minimieren. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, sind zum Beispiel die Stärke und Zuckergehalte innerhalb der Ration. Ist einer der beiden Werte zu hoch, fördere ich mir damit Azidosen und verschlechtere somit meine Klauengesundheit wieder. Und ist einer der beiden Werte zu niedrig oder beide Werte zu niedrig, habe ich eine schlechtere Rationsverwertung und somit sinkt die Wirtschaftlichkeit meines Betriebes. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie eine einphasige Trockenstichfütterung bei dir auf dem Betrieb aussehen könnte, oder wenn du wissen möchtest, wie die Stärkegehalte oder Zuckergehalte innerhalb deiner Ration sind, ist gar kein Problem. Unter dem Video ist ein Link, vereinbare einen Termin mit deinem Fachberater aus deiner Region und ihr könnt gemeinsam schauen, was ihr noch erreichen könnt.